Es geht ja darum, dass er aus psychohygienischen Gründen für einen Moment deine Wut auffängt, damit du nicht wirklich handelst. Wohin mit meiner Wut, denke ich manchmal und brüll dann den armen Kundenberater an der Hotline an. Aber ist das eigentlich okay? Insofern ist das völlig okay, als die Funktion des sogenannten Beraters am anderen Ende der Hotline lediglich darin besteht, deine Wut zu filtern. Es geht ja darum, dass er aus psychohygienischen Gründen für einen Moment deine Wut auffängt, damit du nicht wirklich handelst. Also zum Beispiel zum Anwalt gehst oder dich wirklich über deine Rechte informierst. Ja, aber müsste ich dann nicht auch bei mir ansetzen und sagen, jetzt reiß dich mal zusammen, versuch dich verbal ordentlich zu kanalisieren und ein konstruktives Gespräch mit ihm zu führen, statt ihn anzubrüllen? Naja, wir wissen ja, dass meistens, wenn es um die wirklich harten Sachen geht, ein konstruktives Gespräch gar nichts bringt. Das heißt, die Kundenberater wollen uns ja nur davon abhalten, zu unserem Ziel zu gelangen. Wir denken manchmal, die sind dazu da, um uns zu helfen. Aber wir wissen ja alle aus der alltäglichen Erfahrung, dass das genaue Gegenteil der Fall ist. Die gibt es nur deswegen, damit uns niemand hilft. Deswegen sind die überhaupt da. Deswegen werde ich auch immer wieder weitergereicht und weitergereicht. Das steigert nur noch meine Wut. Richtig, weil die Wut in dem Fall klarerweise begründet ist. Die Wut in dem Fall zeigt ja an, dass einem Unrecht geschieht. Die Frage ist nur, was tut man, wenn einem Unrecht geschieht? Der beste Weg ist natürlich, eine rechtlich saubere Lösung zu finden. Das heißt, was wir eigentlich tun sollten, ist weiterhin daran arbeiten, dass der Verbraucherschutz erhöht wird. Dass die Auflagen, die Firmen erfüllen müssen, um die Qualität ihrer Produkte sicherzustellen, so hoch sind, dass sie lieber die Qualität liefern, als eine Horde von Kundenberatern einzustellen, die man anschreien kann, ohne dass irgendetwas geschieht.